Liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat das Thema Fischsterben für sich entdeckt und bringt uns dabei einen nicht mal halbherzigen Fünfzeiler als Antrag hier in die ach so schöne Sitzung mit. Was ich nicht ganz so verstehe, Sie versuchen oder Sie bemühen sich ja wenigstens etwas vorzugeben, dass Sie sich wirklich für das Thema interessieren, auch für die Belange der Fischer, der Angler. Aber waren Sie jetzt wirklich mal vor Ort, haben sich mit dem Anglerverband zum Beispiel auseinandergesetzt, Das glaube ich jetzt eher weniger, Herr Kramer. Also da kenne ich die Aussagen vom Anglerverband nämlich ganz anders. Aber gut, sei es drum. Wie gesagt, auch zu der Ursachenforschung wurde ja schon viel gesagt, weswegen die genauen Ursachen noch nicht ganz genau geklärt werden konnten. Man muss auch dazu sagen, wir reden hier beim kleinen Jasmunder Bodden auch über ein Gewässer mit 2500 Hektar. Bei 2500 Hektar ist die Zeitspanne, in denen chemische Einflüsse je nach Größe auch sehr schnell verfliegen können, heißt, das ist für die Forschung noch mal eine größere Anstrengung. Aber wie gesagt, ich möchte auch noch mal darauf zurückkommen. Also in Ihrer Begründung mangelhafte Aufarbeitung, davon zu sprechen, aber irgendwo doch zu wissen, dass der Landesanglerverband auch mit eingebunden war, das Meeresmuseum, auch andere Institutionen mit eingebunden waren, das ist ja ein Schlag ins Gesicht für diese Verbände, was sie da betreiben, weil auch deren Arbeit reden sie damit schlecht und da. Doch, natürlich stimmt das. Nee. Nein. Och ja. Nein. Also ich. Herr Kramer, also vorhin haben Sie Grün dafür kritisiert, dass deren Änderungsanträge für Ihre Meinung nicht so gepasst haben, wie Sie die schreiben würden. Aber dann bringen Sie wirklich so einen Antrag nur ein? Ein Fünfzeiler? Ist Ihnen das Thema nicht wichtiger? Also bitte, also ein bisschen mehr Inhalt könnten wir jetzt schon gebrauchen, also es wäre doch schön. Gut. Gut. Ich glaube, als weitere wurde schon gesagt, deswegen vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja.